Okay. Können wir jetzt auch, wir können die runter. Dich mit Gail treffen. Ach, Gail heißt die Frau, okay. Mrs. Humdrum, nehme ich an. Oh, hallo. Oh, du. Ich bin die Privatdetektivin, die Sie kontaktiert haben. Geheimcode flüstern. Das Codewort lautet Lila Panda. Ich bin hier, um Ihren Fall zu lösen. Wer ist das denn? Das ist Jenny, liebes, die Leclou. Sie kann ohne Brille nicht so gut sehen. Oh, hallo Jenny. Es tut mir leid, ich kann ohne meine Brille nicht so gut sehen. Ja, das sagte dein Mann gerade eben. Ihr Gehör funktioniert aber einwandfrei, Zwinker, Zwinker. Was hat sie gesagt? Ich sagte nur, dass du keine Probleme mit dem Gehör hast, Liebes. Oh, nein, danke. Ich habe bereits gegessen. Na toll. Also, ich hörte, Sie haben einen Fall für mich. Allerdings. Sehr gut. Also, worum geht's? Werden Sie von dem Geist eines früheren Liebhabers verfolgt? Haben Sie Angst, von einem verrückten Onkel vergiftet zu werden? Oder geht es um etwas noch viel Schrecklicheres, das ich mir nicht einmal vorstellen kann? Ich habe meine Lesebrille verlegt. Oh. Da war er nun. Ein echter Fall. Ein echtes Mysterium, das Jennys brillanten Verstand herausforderte. Ich dachte, diesmal hätte ich einen guten Fall an der Angel. Was meinst du, Jenny? Kannst du helfen? Sicher doch, Mr. Humdrum. Ich muss Ihnen dazu einige Fragen stellen. Der Fall der verlorenen Brille. Oh, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck zu trinken. Prösterchen. Boah, das geht auf die Stimmbänder. Wir gucken mal. Die Frau hat Haare. Da könnte die Brille drin sein. Teure Frisur. Mhm. Mehr als 15 cm hoch. Das ist super. Sieht frisch geföhnt aus. Das wurde professionell gemacht. Ihre Haare sehen heute ganz hinreißend aus, Mrs. Humdrum. Ist das eine neue Frisur? Danke. Ich war gestern beim Friseur. Dan ist nicht aufgefallen. Oh, diese Frisur heißt Königinhaube. Sie ist jedenfalls groß. Und teuer. Aber ich bin es doch wert, Dan. Wer könnte schon ein Preisschild an deinen wunderschönen Kopf hängen? Am besten ausstopfen und an der Wand packen. Du alter Schmeichler. Eklig. Ich wurde noch nie zuvor vernommen. Das macht dich Spaß. Okay. So, was haben wir denn noch? Was? Achso, die Brille fehlt. Okay. Verloren oder gestohlen? Frisch? Okay, es ist eine frische, neue Brille. Deshalb, guck mal, da sind die Abdrücke auf der Nase. Jenny bemerkte die charakteristischen Abdrücke einer Brille. Sie muss die Brille erst vor kurzem getragen haben. Sie haben noch Abdrücke von der Brille auf ihrer Nase. Sie haben sie also vermutlich heute oder gestern erst verloren. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Wann haben Sie denn das letzte Mal getragen? Ich bin mir nicht sicher. Denn? Du hattest sie Dienstag bei deinem Buchclub noch auf. Oh, ja. Wir haben 50 Shady Graves gelesen. Ja, du bist wirklich sehr gut. Die Beste. Wie lange machst du das schon? Ich stelle hier die Fragen, danke. Okay, weiter geht's. Wie viele Hinweise noch? 4. Die Knöpfe sind... Oh, sie ist dreckig. Jenny hat die Brille? Ja, sie hat sie auf. Das stimmt. Jenny hat die Brille. Skandal. Gehe ich recht in der Annahme, dass es für sie schwierig ist, ohne Brille zu malen? Aber nein, ich trage sie nie, wenn ich male. Ich liebe es, die Leinwand zu spüren, die Farben zu interpretieren. Sie ist eine unglaubliche Malerin. Du solltest sie bitten, dich zu malen. Danke, aber ich trenne gerne Arbeit von Privatem. Ich weiß gar nicht, welche Zielgruppe das Spiel ist. Was kommt als nächstes? Fingerabdrücke? Lügendetektor? Es ist fast so, als würdest du meine Gedanken lesen. Ein Fernglas. 30-fache Vergrößerung, starre Augenmuscheln. Mhm. Tragen Sie öfter ein Fernglas mit sich herum?
Sie geht nirgendwo ohne das Fernglas hin. Ich nehme an, Sie tragen Ihre Brille nicht, wenn Sie das Fernglas benutzen? Nein, dann komme ich mit den Augen nicht nah genug heran. Verstehe. Hast du schon etwas herausgefunden? Die Spannung bringt mich um. So, zwei Hinweise haben wir noch. Da ist doch was dahinter. Flohbiskuit oder was heißt das? Ach, das ist ein Wettschein. Jenny hatte sich schon häufig durch das Loch im Zaun hineingeschlichen, um sich die Rennen bei Gripman anzusehen. Sie konnte verstehen, warum die Hunde so schnell rannten. Sie erhofften sich Futter. Was die Erwachsenen sich erhofften, war weniger nachvollziehbar. Ich habe bemerkt, dass Sie auf Hunde wetten. Sie waren bei den Windhunderennen. Das war gestern. Wir gehen mittwochs immer zu Gripman. Haben Sie Ihr Fernglas mitgenommen? Natürlich. Diese kleinen Tierchen sind so weit weg. Ohne mein Fernglas kann ich sie gar nicht erkennen. Interessant. Ich habe das Gefühl, du weißt mittlerweile mehr über mich als ich selbst. Gleich mal das Buch wieder aufschlagen. So, was haben wir? Da ist noch ein versteckter Hinweis. Wo ist er? Was ist das? Da ist nichts. Hä? Das ist doch gar nichts. Doch, hier. Der löst nicht aus, deshalb. Nee, auch nicht. Hä? Das ist die Tasche hier. Hä? Erstmal nehmen wir das hier mit. Ein neuer Sticker. Sehr gut. Guck mal, hier unten geht das. Oh, was ist die Hose hier, hä? Ah, da. Ja, genau. Ziehen wir erstmal noch die Klamotten weg und krabbeln da jetzt in den Riss rein. An etwas hängen geblieben? Das ist ein großes Loch. Sie muss irgendwo hängen geblieben sein. Hatten Sie Probleme, die Leiter runterzuklettern, Mrs. Humdrum? Ja, woher weißt du das? Ihre Hosentasche ist aufgerissen. Was dir nicht alles auffällt? Ich habe nicht einmal bemerkt, dass die Hosentasche hat. Okay, ja. Du bist so sorgfältig. Hast du noch weitere Fragen? Ich glaube, ich weiß jetzt alles, um diesen Fall zu lösen. Bis beim Hunderennen liegt die irgendwo. Und eine löchere Tasche. In Gates linker Hosentasche ist ein Loch. Wettschein. Fernglas. Auf alle Fälle Fernglas. Gail entfernt ihre Brille, wenn sie durch das Fernglas schaut, ist klar. Gail war Dienstagnacht, also gestern, beim Hunderennen. Sie hatte ihr Fernglas mitgenommen. Damit ist die Brille da nicht da. Die löchrige Tasche, ist die aufgerissen dort? Und Gail trägt beim Malen keine Brille. Wo ist Gails Brille? Okay. Ich glaube, es geht erstmal darum, um einzugrenzen, wo sie möglicherweise verschwunden ist. Nein, das ist es nicht. Ich übersehe etwas. Was? Was? Dann machen wir das so. Da ist ein großes Loch in ihrer Tasche, aber Gail wusste nicht einmal, dass ihre Hosentaschen, also ist es eher unwahrscheinlich, dass sie ihre Brille in der Tasche hatte. Also hat sie es doch schon beim Friseur verpasst, oder was?
Das scheint mir nicht richtig. Okay. Nicht nur zur Vogelbeachtung. Okay. Gail war gestern Abend beim Rennen. Sie musste die Brille abnehmen, um das Fernglas zu benutzen. Die Option Jenny fehlt. Die kommt vielleicht doch im nächsten Bildschirm. Gail hat außerdem gerade erst eine neue Frisur bekommen. Sie ist aufgebauscht und groß, sodass sich dort leicht ein kleines Objekt verstecken könnte. Gelöst. Ja. Die Friseurin hat ihr ein Brillenetui auf den Kopf gepflastert mit den Haaren. Ne? Es war gar nicht so einfach, ein komplexes Rätsel wie den Fall der verschwundenen Brille zu lösen. Doch nun kam der befriedigendste Teil. Die dramatische Auflösung. Mystery-Autor? Was? Detektiv? Achso, wer sprechen soll wahrscheinlich, ne? Ich mach mal Detektiv. Gehen wir die Fakten noch einmal durch. Fakt 1. Sie lieben ihr Fernglas nicht nur, sie sind auch darauf angewiesen beim Vögel beobachten. Hunderennen. Eigentlich alles, was man vom Weiten ansieht. Das stimmt. Ich habe sofort gemerkt, dass diese beiden Optikgeräte, ihr Fernglas und ihre Brille, nicht miteinander kompatibel sind. Deswegen müssen sie immer eines von beiden absetzen, wenn sie das andere verwenden wollen. Erstaunlich. Fakt 2. Gestern haben sie sich eine neue Frisur machen lassen. Ach, das war auch gestern. Das stimmt. Sie ist zwar toll, aber auch unpraktisch. Und so groß, dass man dort etwas Kleines drin verlieren könnte. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Nach vielen Recherchen, Überlegungen und Debatten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Brille nur an einem Ort sein kann. Bei mir im Gesicht. Sie war die ganze Zeit auf ihrem Kopf. Da ist sie also, direkt auf meinem Kopf. Wie kommt die jetzt oben rauf? Hat man die vorher nicht gesehen oder was? Die hat doch gar nichts angefasst. Verdammt. Unglaublich, was für ein Talent. Immer da, wo man als Letztes sucht, was? Eine Meisterdetektivin auf dem Weg ganz nach oben. Was hätten wir nur ohne dich getan? Gail, vergiss nicht, sie zu bezahlen. Oh, natürlich. Ich schussel. Wo habe ich mein Geld bloß hingelegt? Für deine harte Arbeit hast du dir eine großzügige Belohnung verdient. $1. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Bei dem Gesicht. Wie viel sind es? 50 Cent oder was? Danke. Ich werde es versuchen. Wie viel hast du denn jetzt mal? Wie viel hast du gekriegt? Voll abgeschlossen, viel zu einfach. Da steht nicht drin, wie viel Geld wir gekriegt haben. Verdammt. Eindeutig das Gesicht. Ah. Oh meine, okay. So. Ja, haben wir ja schön hingekriegt jetzt hier. Apropos, jetzt angelt er nicht mehr. Jetzt können wir ja zum See gucken gehen, oder? Ah. Was? Okay. Die Frage ist, was knackt da? Ist es hier Hals? Ich weiß es nicht. Das ist echt putzig gemacht, das Ding. Ich denke, die wollten das wegbringen. Das bleibt ja hier immer noch stehen. Bist du soweit, Keith? Wow, was für eine beeindruckende Detektivin. Die Brille war auf ihrem Kopf. Wer hätte das gedacht? Oh, ihr habt also gelauscht. Was würden wir nur ohne unsere Meisterdetektivin Jenny LeClue machen? Also, ich fand es wirklich cool, Jenny. Und auch noch ein ganzer Nickel. Du musst ja ganz aus dem Häuschen sein. Ja, das ist mehr als ihre Mom in einem Monat verdient.
Kommt schon, Mädels, seien wir doch alle. Hey, Jenny, meine Oma hat angerufen. Sie will ihren Pullover zurück. Hoho, wie schön es doch war, mit Freundinnen herumzualbern. Mir reicht es jetzt langsam. Was passiert jetzt? Zerknittert. Okay. Neu. Mhm. Trägt immer. Ins Gesicht gekämmt. Und was passiert jetzt? Gemein sein, richtig gemein sein. Okay, wir sind richtig gemein. Ein ungleichmäßig gebügelter Rock. Das Werk einer unkonzentrierten Hausfrau. Brandneue, überteuerte Schuhe. Ein überkompensierender Vater. Dein Vater schläft schon wieder mit Deborahs Mom. Habe ich recht? Was? Nein, wie kannst du nur? Halt deinen Mund, Jenny. Du weißt gar nichts. Wow, Jenny, das war richtig fies. Wie kann man so etwas nur sagen? Du weinst doch nicht, Veronika. Sie ist nur ein Freak, ein Niemand. Jenny Lua? Und der Fall der fehlenden Freunde. Ja, der war gut, Veronika. Komm, gehen wir nach Hause. Kommst du, Susi? Danke für den Kaffee, Keith. Und den Extrazucker. Oh Gott, Keith hat eine neue Freundin. Verdammt. Gerne. Das war absolut nichts Besonderes, um etwas, das er für jeden machen würde. Oh, okay. Das Beef. Ich spüre Beef zwischen den beiden. Man sieht sich, Keith. Hi. Oh Mann. Nun, das ist ja gut gelaufen. Wollen wir? Ja, ich habe sowieso gerade keine Kunden. Hätten wir vielleicht nur gemein sein sollen und nicht richtig gemein. Oh. Hier passiert nie was Aufregendes. Ich habe diese einfachen Fälle so satt. Frustration. Oh! Wie soll ich jemals ein richtiger Detektiv werden, wenn es keine richtigen Verbrechen zu lösen gibt? Ja, stimmt, sie hat's verdient. Genau, sich genauso. Du hast doch der alten Dame geholfen. Verdammt! Danke, Keith, aber das war albern und jeder weiß es. Einschließlich deiner kleinen Freundin. Sie ist nicht meine. Und du solltest dich nicht so von ihnen behandeln lassen. Du musst dich verteidigen. Aber sie wollten doch nichts. Manchmal muss man einfach seinen Mut zusammenreißen und sagen, wie man sich fühlt. Also ich... Lass ihn nicht zu, dass die Leute auf dir herumtrampeln, Keith. Okay. Vorsichtige Beurteilung einfach aufgeben. Ach, wir machen eine vorsichtige Beurteilung. Aber ist eigentlich egal. Es wird sich sowieso nichts ändern. Nicht in dieser Geisterstadt. So schlimm ist es doch gar nicht. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, woanders zu leben? Nicht wirklich. Ach, wie versuche ich etwas vorzumachen? Es gibt keinen anderen Ort, meilenweit nicht. Richtig pessimistisch? Komm. Cool. Wo kommen die Steine eigentlich her? Wie ich sehe, läuft dein Training gut. Drängt dein Vater dich immer noch dazu zu spielen? Nun, komm schon, Keith. Du hast Basketball. Und bei aller Liebe, du bist der schlechteste Spieler im Team. Nicht der schlechteste. Auf der Bank jedenfalls. Warum sagst du ihm nicht, dass du nicht mehr spielen willst? Es ist eine Familientradition. Darum geht es ja, Keith. Die ganze Stadt des Todes hängt in der Vergangenheit fest. Jeder macht nur das, was man ihm sagt, ohne es zu hinterfragen. Wo ist der Ehrgeiz? Die Abenteuerlust? Geht es doch um Basketball? Altbewährt Künstlerwurf. Wie geht es deiner Mom?
Sie wirkt unkonzentriert. Normalerweise ist sie auf ihre Arbeit fokussiert. Ich meine, es ist verständlich. Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen seit... Und jetzt plant sie, übers Wochenende wegzufahren und will mir einfach nicht sagen, warum. Ja? Sie hat sich definitiv komisch verhalten. Vielleicht ist sie einsam? Weißt du was? Du hast recht. Wirklich? Sie sollte jetzt nicht alleine sein. Dein Vater sagte mir, dass sie sich in der Bibliothek treffen. Wir brauchen Vorräte. Zweimal Mr. Beans besten Kaffee, bitte. Natürlich to go. Hier ist die Bezahlung. Das ist dein Nickel. Kannst du den Rest bitte auf meine Rechnung setzen? Danke für das nette Gespräch, Keith. Du weißt immer am besten, wie man mich aufmuntert. Ich hab noch einen letzten Stein. Willst du ihn? Ich werfe ihn. Danke. Wuhu! Feuer auf die 12!